Es war vermutlich das einträglichste kriminelle Geschäft aller Zeiten. Zwischen 1979 und 1984 schmuggelt die sizilianische Mafia Heroin im Wert von fast 2 Milliarden Dollar in die USA. Gangster auf beiden Seiten des Atlantik verdienen daran Unsummen. Doch das Geld löst auch Bandenkriege aus. In Sizilien kämpfen rivalisierende Bosse um die Kontrolle des Drogenhandels. Ein blutiger Kampf, in dessen Verlauf sogar ein Pate die Omerta brach. Das heilige Gesetz des Schweigens. Sein Verrat ermöglicht Erfolge im Kampf gegen die Mafia. Erstmals wird deren weltumspannende Macht empfindlich getroffen. Ende der 70er Jahre werden die USA von Heroin überschwemmt. In Lebensmittelverpackungen schmuggelt die Mafia den Stoff ins Land. Die Großhändler sind als Pizzabäcker getarnt. Die Pizza Connection. Die Heroinsucht verbreitet sich wie eine Seuche. Für amerikanische Gangster dagegen bedeutet Heroin nur eins: Geld. Sehr viel Geld. Henry Hill ist ein Mafioso und Drogenhändler in New York. Der Film Goodfellas beruht auf seinem Leben mit dem Verbrechen. Hill bekommt den Stoff in einer Pizzeria der Mafia und verteilt ihn weiter an die kleinen Dealer auf der Straße. Selbst eher untergeordnete Gangster wie Hill machen enorme Gewinne. Ich habe astronomische Summen verdient. Als Händler machte ich 20, 30.000 am Tag. Im Ernst. Ganze Einkaufstüten voll. Ich wusste nicht, wohin damit. Es war ein ganz anderes Leben. Man hatte schnell Millionen zusammen. Der Ursprung des nicht versiegenden Nachschubs an Drogen, Palermo, die Hauptstadt von Sizilien. In den 80er Jahren braut sich Unheil über der Insel zusammen. Zwischen verfeindeten Gruppierungen der Mafia bricht ein blutiger Krieg aus. Es geht dabei um das Milliardengeschäft mit Heroin. Eine zu allem entschlossene Bande aus dem Bergort Corleone löst den Konflikt aus. Corleone, eine Hochburg der Mafia. Das Städtchen, im Innern Siziliens gelegen, gab den Namen für Marlon Brandos Rolle in dem Filmklassiker Der Pate. An der Spitze der Mafia von Corleone steht ein Killer mit Namen Toto Riina. Man nannte ihn auch die Bestie. In den Jahren 1981 und 82 liegt alle drei Tage ein Opfer von Riina auf den Straßen von Palermo. Doch die Justiz trifft bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens. Eines Nachts wird in Corleone einer der Rivalen von Riina erschossen, direkt vor dem Gebäude des Stadtrats. Dino Paternostro erinnert sich noch genau. Wir gingen hinunter und da lag eine Leiche auf der Straße. Ich war erst 25, ich sagte zum Bürgermeister, rufen wir die Carabinieri an. Er sah mich scharf an und sagte, du rufst sie an. Gegenüber war ein Schlachterladen. Ich fragte dort, ob ich mal telefonieren kann. Sie sagten nur, nein, das Telefon ist außer Betrieb. Nein,
Niemand will aussagen. Die Polizei kann das Gemetzel nicht beenden. Doch das sollte sich bald ändern. In Palermo wird eine Sonderkommission gebildet. 5 Beamte für den Kampf gegen die Mafia. Die treibende Kraft dabei ist der Richter Giovanni Falcone. Falcone verbrachte seine Jugend in einem heruntergekommenen Viertel von Palermo, eine Brutstätte künftiger Mafiosi. Doch er selbst wird zum Respekt vor dem Gesetz erzogen. Seine Schwester erinnert sich. Unsere Eltern hatten großen Einfluss auf uns, besonders auf Giovannis Charakter. Vaterlandsliebe war in unserer Familie der höchste Wert. In Palermo, vom Justizpalast aus, führt Falcone seinen Kampf gegen das Verbrechen. Und selbst hier muss er um sein Leben fürchten. Die Behörden bieten ihm nur wenig Schutz. Bekannte Mafiosi gehen unbehelligt ein und aus. Falcone verfolgt in seinem Kampf gegen die Mafia eine einfache Taktik. Das Heroin wird von Sizilien nach Amerika geschmuggelt und Dollars fließen in die entgegengesetzte Richtung. Also muss er die Spur des schmutzigen Geldes nur in die USA zurückverfolgen, um einen Prozess gegen die Mafia-Bosse zu ermöglichen. In den 50er Jahren wächst Dominic Montilio in Brooklyn bei seinem Onkel Nino Gaggi auf. Der gehört zu den Gambinos, eine der mächtigsten Mafia-Familien der USA. Onkel Nino führt Dominic in die Gangsterwelt ein. Ende der 70er Jahre ist Montilio bereits selbst ein Mafioso. Ein Restaurant in Manhattan ist seine Operationsbasis. Dieses Restaurant war als mein Hauptquartier bekannt. Ich wickelte hier meine Geschäfte ab, als Drogendealer und als Kredithai. Ich fühlte mich hier sicher und wusste, wo ich meine Waffen bunkern kann. Montilio ist dabei, als das Heroin die amerikanische und die sizilianische Mafia zusammenbringt. Beide Organisationen haben eins gemeinsam: die Gier nach Geld. Beim Heroingeschäft arbeiteten wir mit den Sizilianern Hand in Hand. Aber sonst hatten wir wenig mit ihnen zu tun. Jedes Jahr verdient die sizilianische Mafia Milliarden von Dollars an dem Heroin, das sie nach Amerika schmuggelt. Die amerikanischen Behörden warten nur auf eine Gelegenheit, den Dealerring zu sprengen. Männer wie Frank Panessa von der Antidrogenbehörde DEA sollen das Unmögliche möglich machen. Panessa ist verdeckter Ermittler. Er lebt unter falschen Namen und gibt sich als Taxifahrer aus, um in die New Yorker Verbrecherwelt einzudringen. Er observiert sizilianische Gangster auf der Fahrt zwischen New York und Philadelphia. 2 von ihnen werden festgenommen. Panessa stellt sie vor die Wahl. Ihr geht ins Gefängnis oder ihr schleust mich bei den Sizilianern ein. Panessa sorgt dafür, dass er für einen wichtigen Mafia-Boss gehalten wird. Unsere Informanten gaben uns die Adresse von einem Restaurant in Südphiladelphia. Dort ging ich mit den beiden Sizilianern hin.
wichtige Mafia-Mitglieder. Ich saß zwischen ihnen und als das Essen kam, wurde ich als Erster bedient. Da wussten sie sofort, dass ich eine große Nummer bin. Vanessas Zielperson sind die Brüder Paolo und Giovanni La Porta. Überwachungsbilder der DEA zeigen sie mit Vanessa vor einer Pizzeria in Philadelphia. Der erste Schritt ist getan. Vanessas Aktion kann anlaufen. Kolumbiana, tagliata peruviana. Questa è un affare che... Anzi, la roba c'è già. Ich sagte, ich hätte eine Import-Export-Firma. Als sie mich besuchen kamen, mieteten wir LKWs. Und wir hatten solche magnetischen Firmenschilder mit der Aufschrift Prima Import-Export Trevose, Pennsylvania. Sie fuhren also vor und sahen meine LKW-Flotte und dachten, oh, das muss ein legaler Betrieb sein. Vanessa pokert noch höher. Er erzählt den beiden von seiner Filiale in Deutschland, die man für den Heroinschmuggel einsetzen könnte. Giovanni La Porta will sie unbedingt sehen. Die DEA sorgt dafür, dass deutsche Beamten Vanessas Scheinfirma einen glaubhaften Anstrich verleihen. Auf dem Flughafen kommt ein großer, stämmiger Deutscher auf mich zu, umarmt mich und sagt, Frank, schön, dass du da bist. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er stellt sich Giovanni vor. Wir gehen raus und da steht ein großer Mercedes. Sieh mal, was Frank mir zu Weihnachten geschenkt hat, sagt er. Wir fahren zu dem Betrieb und da steht Prima Import Export. Wir gehen rein und ein junges, blondes Fräulein umarmt mich. Frank, schön, dich zu sehen. Hier sind deine Lieblingskekse. Und sie bietet mir selbstgebackene Plätzchen an. Vanessas dreiste Täuschung trägt Früchte. Er kommt den Verbrechern auf die Spur. Die Brüder Laporta bieten ihm an, Geld zu waschen. Bis zu 5 Millionen Dollar pro Tag. Das wäre mehr als eine Milliarde im Jahr. Die Brüder erzählen ihm, ihr Rauschgifthandel beschränke sich nicht auf Heroin. Sie behaupten, dass sie 75% des Kokainhandels an der amerikanischen Ostküste in der Hand haben. Paolo La Porta kam aus Philadelphia herüber. Ich traf mich mit ihm in einem der Pizzaläden und auf dem Tisch lagen 30 Kilo Kokain. Er sagte, nimm ein paar Kilo. Und ich antwortete, nein, das ist nicht mein Ding, ich habe nur mit Heroin zu tun. Paolos Sohn stand dabei, ein 6-jähriger Junge. Ich sagte, dass mir ein bisschen unwohl ist, wenn er den ganzen Stoff sieht. Er fragte den Jungen, was siehst du? Und er sagte, nichts. Das hat mich umgehauen. Ein Mafioso in der Ausbildung. Ich sehe nichts. And that threw me for a loop. He was, mafia in training. Neun Monate lang kann Vanessa heimlich beobachten, wie die Brüder Heroin von Sizilien nach New York und Philadelphia schaffen. Beide werden schließlich zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Beim Drogenhandel steht viel Geld auf dem Spiel. Vanessa weiß, was ihm passiert, wenn er enttarnt wird. Jeder, der aus der Reihe tanzt, wird ermordet. Der Gangster Henry Hill ist regelmäßig daran beteiligt, Leichen zu beseitigen. Wir usually buried them. Meistens haben wir sie vergraben oder auf irgendeinen Parkplatz geworfen. Oder in ein Auto, das dann auf dem Schrottplatz zerschreddert wurde. Ein paar Mal haben wir sie in den Kofferraum gepackt. Sie wurden zermalmt und die Japaner machten dann vielleicht Aschenbecher daraus.
Am leichtesten war es im Keller unserer Nachtclubs. Man gräbt ein Loch, packt die Leiche in Kalk und nach ein paar Monaten ist nichts mehr übrig. Da kannst du sicher sein. Wo heute eine Kirchengemeinde ihre Räume hat, war damals eine Mafia-Bar. Inhaber war ein Killer namens Roy DeMeo. Es war vermutlich die verrufenste Bar in Brooklyn. Das Hauptquartier von DeMeo und seinen Leuten. Ich würde sagen, 70% ihrer Morde wurden hier begangen. Niemand hielt sich hier gerne auf. Man hatte vor den Typen einfach Angst. In einschlägigen Kreisen heißt die Bar nur das Horrorhotel. Montilio erlebt selbst, warum sie diesen Namen trägt. Du wurdest ins Horrorhotel bestellt, kamst rein und Roy sprang auf dich zu und schoss dir mit seiner Schalldämpferpistole in den Kopf. Dann wickelte er dir ein Handtuch um den Kopf, damit das Blut nicht die Wände bespritzt. Danach kam Chris in Unterwäsche, damit seine Kleider sauber blieben, und stach dich ein paar Mal ins Herz, damit der Blutfluss aufhört. Einen seiner Besuche kann Montilio nicht mehr vergessen. Wir setzten uns wie immer zum Essen. Joey machte gute Spaghetti mit Soße. Und beim Essen sehe ich so zur Toilette rüber, die Tür stand ein bisschen offen und da hängen zwei Leichen mit durchgeschnittenem Hals. Und ich sage zu Roy, was denn da los, wer sind die Typen? Darauf er, keine Sorge, die bleiben nicht zum Essen. Gute und schlechte Erinnerungen. Denn ich habe da drinnen auch gute Zeiten erlebt. Ich meine, es klingt verrückt, aber diese Leute waren meine Freunde. It's a weird thing to say, but these guys were my friends. Auf Sizilien sind blutige Kämpfe damals nichts Ungewöhnliches. In seinem Versteck irgendwo auf der Insel zieht der Mann, der den Heroinhandel in der Hand hat, seine Fäden. Tortorina, der Pate der sizilianischen Mafia. Rina hatte sich an die Spitze der Mafia, der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft, gemordet, um das Heroingeschäft mit Amerika an sich zu reißen. Vermutlich sind auf seinen Befehl mehrere hundert Menschen getötet worden. Kaum jemand in Sizilien wagt es, sich gegen ihn zu stellen. Einer der wenigen ist der Untersuchungsrichter Giovanni Falcone. Von seinem Büro aus im Justizpalast von Palermo führt Falcone einen einsamen und gefährlichen Kampf gegen die Mafia. Nur eine Handvoll Mitstreiter sind dabei. Viel zu wenige. Dann kommt dringend benötigte Unterstützung aus Rom. Im Mai 1982 schickt die italienische Regierung einen Armeegeneral nach Sizilien mit dem Befehl, die Mafia zu zerschlagen. Er ist noch nicht lange in Palermo, als er mitten in der Stadt erschossen wird und seine junge Frau mit ihm. Jetzt machen die Sizilianer aus ihrer Empörung keinen Hehl mehr. Bei der Beerdigung wird den beiden Opfern noch einmal höchster Respekt zuteil. Es gibt sogar Beifall. Die anwesenden Politiker dagegen werden vor der Kirche ausgebuht und bespuckt. Viele Sizilianer werfen ihnen vor, die Mafia viel zu lange geduldet zu haben. Nun endlich gibt die italienische Regierung Falcone die Unterstützung, die er fordert. Liliana Ferraro, seit langem mit Falcone befreundet, ist seine Verbündete im Kampf gegen die Mafia. Das Justizministerium in Rom schickt sie nach Palermo, um zu sehen, was Falcone braucht. Sie ist über seine Arbeitsbedingungen entsetzt.
Als erstes fiel mir der alte Blechschreibtisch auf. An einem Stuhl fehlte ein Bein. Er war völlig unter Papieren begraben und ein Stapel Akten hielt ihn aufrecht. Giovanni sagte zu mir, das ist unser Büro, das ist unsere Ausstattung, hier sollen wir effizient sein. Wenn du etwas für uns tun kannst, nur zu. Falcone setzt seinen Kampf gegen Tortorina mit neuer Energie fort. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Um zwei Paten, die beide in enger Verbindung mit Tortorina stehen, zieht sich die Schlinge immer weiter zu. In den USA sind FBI-Agenten im Einsatz gegen den Heroinschmuggel aus Sizilien auf einer heißen Spur. Sie hören ein Telefon in der Knickerbocker Avenue in Brooklyn ab, in der mutmaßliche sizilianische Mafiosi wohnen. Die Gangster benutzen Telefonzellen, um ihre Geschäfte zu verabreden, nicht ahnend, dass das FBI sie observiert. Ein heimlich aufgenommenes Überwachungsvideo zeigt die Verdächtigen. Doch die Gespräche werden im sizilianischen Dialekt geführt. Unverständlich, selbst für die meisten Italiener. Zusätzlich werden Codewörter benutzt. Hemden zum Beispiel stehen für Heroin. Doch der FBI-Mann Carmine Russo kann helfen. Auf Sizilien geboren, war er in jungen Jahren nach Amerika gekommen. Später wurde er FBI-Agent. Wie Giovanni Falcone ist auch er mit einem tiefen Abscheu gegen die Mafia aufgewachsen. Russo versteht den sizilianischen Dialekt. Bald hört er mysteriöse Anspielungen auf den Boss der Bande. He was not being called by his name. Sein Name fiel nicht. Man nannte ihn den Schäfer, den Onkel, den Professor oder so. Das weckte natürlich meine Neugier. Lange können die Ermittler den Paten nicht identifizieren. Doch dann machen die Sizilianer einen Fehler, der dem Fall eine neue Wendung gibt. Sie erwähnen am Telefon italienische Zeitungsberichte über einen Mafiamord in Südamerika. Und in den Artikeln wird ein Mafia-Don namentlich genannt. Gaetano Badalamenti. Badalamenti war einmal ein mächtiger Mann gewesen. Der Chef der Mafia Siziliens. Doch während der Machtkämpfe gehörte er zu den Verlierern. Aus Angst um sein Leben ist er nach Brasilien geflohen. Nun exportiert er von dort aus Heroin im Wert von Millionen nach Nordamerika. Überraschenderweise steht er dabei unter dem Befehl des Mannes, der ihn als Boss abgesetzt hatte, Tortorina. Für den ist das kein Problem. Vom Hass auf einen Gegner lässt er sich doch nicht lukrative Geschäfte verderben. Once the FBI... Als das FBI erfuhr, dass wir es mit dem ehemaligen Boss der Bosse von Sizilien zu tun hatten, rückte Gaetano Badalamenti ins Zentrum unserer Ermittlungen. Es geht mit Hochdruck voran. Das amerikanische Justizministerium setzt jetzt Richard Martin ein, seinen Top-Ermittler. Er spricht fließend Italienisch und hat jahrelange Erfahrung im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Ich sagte, das ist wie beim Haieangeln. Wenn man den Hai ins Boot zieht, muss man sicher sein, dass man ihn auch töten kann. Wenn wir uns den Mann holen, müssen wir sicher sein, dass er auch verurteilt wird. Mitte 1983 kommt für das FBI der lang ersehnte Durchbruch. Den Fahndern ist ein sizilianischer Pizzeria-Inhaber namens Pietro Alfano aufgefallen. Er lebt in dem Städtchen Oregon, 150 Kilometer westlich von Chicago. Bei einer Überprüfung machen die Beamten eine erstaunliche Entdeckung. Hallo,
Hi, Fratigio. Alfano ist ein Neffe von Gaetano Badalamenti. Die beiden Sizilianer sprechen über einen geplanten Deal mit Heroin. Doch Alfano vergisst immer wieder die richtigen Codewörter. I refer to Badalamenti's. Badalamentis Neffe Alfano war für mich nur Alfano der Trottel. Er war ein totaler Idiot. Badalamenti war die Sorte Gangster, die Deckwörter benutzt. Aber Alfano konnte sich deren Bedeutung nicht merken. Er sollte zum Beispiel an einen bestimmten Ort kommen, aber er konnte sich das Codewort für den Ort nicht merken. Doch Badalamenti hatte keine Wahl. Er brauchte ihn für die Verteilung im Mittleren Westen. Badalamentis Ärger über seinen Neffen wächst. Er bestellt ihn zu einem Treffen. In seinem Ärger platzt er mit dem Ort heraus. Madrid, die spanische Hauptstadt. Die Polizei braucht nur noch zuzugreifen. Im April 1984 werden beide in Spanien festgenommen. Die Originalaufnahmen zeigen Badalamenti links im Bild. Er hat in nur 5 Jahren Heroin im Wert von 1,6 Milliarden Dollar in die USA gebracht. Badalamenti wird schuldig gesprochen und zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt. Der wichtigste Heroin-Nachschubweg der Mafia ist gekappt. Doch damit ist die Spur erschöpft. Badalamenti verstößt nicht gegen die Omerta, das Gesetz des Schweigens. I'm sure it's possible to come to some arrangement. Den Mafia-Boss, der an der Spitze der Heroinschmuggler steht, verrät er nicht. Totorina. What I need to know from you is, who is supplying. Doch dann geschieht etwas, das Geschichte macht. In Brasilien sitzt ein weiterer Mafioso in Haft. Tommaso Buscetta, ein Freund und Komplize von Badalamenti. Auch er war aus Sizilien geflohen, um Totorina zu entkommen. In seinem Krieg um die Vorherrschaft über die Mafia hatte Rina 2 erwachsene Söhne von Buscetta getötet. Italien verlangt die Auslieferung Buscettas. Der jedoch ist fest entschlossen, niemals nach Italien zurückzukehren. Er ist überzeugt, dass Rina ihn und seine neue Familie umbringen würde. Er schluckt ein Röhrchen Strychnin, das er seit seiner Verhaftung bei sich trägt. Doch er überlebt. Als er aus dem Koma erwacht, wird er nach Italien ausgeflogen. Er ist noch schwer geschwächt. Auf dem Flughafen in Rom muss man ihm die Gangway hinunterhelfen. Eine kugelsichere Decke schützt ihn. Und dann trifft Buscetta eine folgenschwere Entscheidung. Auf die Zusicherung hin, dass die Amerikaner seine Familie schützen, übt er Rache an Rina. Doch nicht Blutrache nach Art der Mafia. Als Gegenleistung für seine Kooperation mit den Italienern und den Amerikanern verlangte er nur Schutz für seine Familie. Er wollte keine milde Strafe, keine besondere Behandlung. Er wollte nur seine Familie in Sicherheit wissen. In Rom beginnt Buscetta zu reden. Er enthüllt die mörderischen Geheimnisse der Mafia. Buscetta ist der höchstrangige Boss, der je gegen den geheiligten Glaubenssatz der Mafia verstoßen hat, das Gesetz des Schweigens. Er verrät dem Richter Falcone, der schon seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen kämpft, viele Details aus der Unterwelt der Mafia. Von Juli bis September 1984 redet Buscetta in einem fort. Das Verhör wurde Wort für Wort protokolliert.
Ein Auszug. Tutte le famiglie di Palermo. Alle Mafia-Familien in Palermo sind am Drogenhandel beteiligt. Je näher man dem Boss steht, desto höher ist der Anteil, den man behalten darf. What he was really able to do was Buscetta konnte genau beschreiben, wie die Mafia arbeitet, sowohl in den USA als auch in Sizilien, wie beide kooperieren und wie durch die Regeln der Mafia eine weltumspannende Organisation funktionierte. Nach Buscettas Aussage ist strikte militärische Disziplin der Schlüssel zum Erfolg der Mafia. An der Spitze jeder Familie steht der Boss, gewählt von den Mitgliedern der ehrenwerten Gesellschaft. Irgendjemand konnte von Sizilien aus in Oregon anrufen, eine halbe Minute sprechen und damit einen Vertrag schließen, der bindend war. Die niederen Soldaten sind in Gruppen zu 10 Mann organisiert, mit einem Hauptmann an der Spitze. Sotto la guida di un capitano. Er erklärte uns, wie die verschiedensten Leute in der ganzen Welt für den Rauschgifthandel verantwortlich waren und wie sie für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Jahrelang hatte der sizilianische Untersuchungsrichter Giovanni Falcone darauf hingearbeitet, die Mafia-Bosse vor Gericht zu stellen. Die Aussage des Überläufers Tommaso Buscetta gibt ihm endlich die Gelegenheit dazu. Falcone stellt für fast 400 Mafiosi Haftbefehle aus. Für Bosse ebenso wie für Fußsoldaten. Doch Toto Riina, der Chef der sizilianischen Mafia, ist nicht dabei. Nun muss man einen Raum finden, in dem ein so großer Prozess stattfinden kann. In der Hauptstadt Siziliens ist kein Gebäude groß und sicher genug. Das Justizministerium lässt im Innern des Zentralgefängnisses von Palermo eigens einen riesigen Betonbunker bauen. Falcones Mitstreiterin aus dem Justizministerium in Rom, Liliana Ferraro, ist dafür zuständig. Wenn die Mafia es erführe, so fürchtet sie, würde sie ermordet werden. Auf ihren Reisen zwischen Rom und Sizilien nimmt sie aus Sicherheitsgründen einiges auf sich. Meine Flüge buchte ich immer unter falschem Namen. Und dann rief ich den Vermessungsingenieur der Baufirma an, die den Bunker baute. Er holte mich mit seinem LKW am Flughafen ab. Einmal musste ich in Palermo auf eine Beerdigung. Da war noch der Baudreck vom Laster auf meinem schwarzen Kleid. Sporca di calce. Bis zum Prozessbeginn wird Buscetta in den USA an einem sicheren Ort festgehalten, von FBI und DEA Tag und Nacht bewacht. Eines Tages bekommt er Besuch von seinem Schwager. Ein Wächter erinnert sich an den Zweck des Besuches. Er bot Buscetta einen großen Geldbetrag an, wenn er nicht aussagte. Doch der lehnte ab. Der Besucher fuhr zurück und berichtete seinen Auftraggebern von der Ablehnung. Sie brachten ihn einfach um. Sie töteten den Überbringer der schlechten Nachricht. Inzwischen ist in Palermo der Bunker für den Prozess fertiggestellt. Die Wände sind aus Stahlbetonplatten, stark genug, um einem Raketenangriff standzuhalten. Für die Angeklagten stehen im Gerichtssaal 30 Zellen bereit. Der spektakulärste Prozess in der Geschichte der Mafia, der Maxi-Prozess, kann beginnen. Falcone vertritt die Anklage. Und der wichtigste Zeuge ist Tommaso Buscetta. Als klar war, dass Buscetta aussagt, bekamen wir eine Warnung vor Luftangriffen. Also wurde der Luftraum über dem Bunker 24 Stunden am Tag kontrolliert.
Der Prozess beginnt im Februar 1986. 3000 bewaffnete Soldaten bewachen den Bunker. Dazu ein Panzer der Armee. Fast 500 Angeklagte, rund 10% der sizilianischen Mafia sind angeklagt, wegen Mordes, Drogenhandels und anderer schwerer Verbrechen. Und immer wieder stören die Angeklagten die Verhandlung. Doch als Buscetta auftritt, herrscht Grabesstille. Eine Woche lang steht er im Zeugenstand hinter Panzerglas und wiederholt, was er Giovanni Falcone schon berichtet hat. He really believed that at some point in time. Er war überzeugt, dass ihn die Sizilianer irgendwann umbringen. Er tat, was er tun musste und machte eine klare Aussage. Als wir auf dem Rückweg in die USA waren, auf dem Oberdeck des Jumbojets, sagte er zu mir, Tony, ich hätte nicht gedacht, dass ich je wieder zurückkomme. Am 16. Dezember 1987 spricht der Richter sein Urteil. 344 Mafiosi hören ihre Schuldsprüche. Insgesamt werden fast 3000 Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Die Verhandlungen dauern insgesamt 22 Monate. Der Maxi-Prozess ist die Krönung der Arbeit des Untersuchungsrichters Giovanni Falcone. Italienische und amerikanische Ermittler haben gegen die Mafia einen erstaunlichen Erfolg errungen. Der Damm ist gebrochen. Für ein Mafia-Mitglied ist es jetzt nicht mehr undenkbar, die Organisation zu verraten. Die Omerta, das Gesetz des Schweigens, jahrzehntelang Garant der Mafia-Disziplin, ist ausgehebelt. Die reihenweise Verurteilung von Mafia-Bossen stürzt die Gangster in Italien und in Amerika in eine schwere Krise. Hunderte von Mafiosi sind jetzt bereit, ihre Komplizen zu verraten. Seine früheren Erpressungen werden Dominic Montilio zum Verhängnis. Man verhaftet ihn in einem Restaurant in New York mit vorgehaltener Waffe. Die Polizei hatte ihn jahrelang gejagt. Er kommt in New York in Untersuchungshaft. Seine Bosse fürchten, dass er gegen sie aussagt, das weiß er. Montilio hat Angst um sein Leben. Ich dachte mir, ich werde hier nicht umsonst sterben und eine Frau und drei Kinder zurücklassen, die sich dann allein durchschlagen müssen. Wenn die Bosse schon solche Angst haben, dass ich rede, dann will ich nicht umsonst sterben. Es ist komisch, aber sie drängen einen direkt in diese Richtung. Man weiß nur eins, wenn man verhaftet wird, wollen sie einen abknallen. Montilio ist von klein auf mit dem Schweigegebot der Mafia aufgewachsen. Jetzt entschließt er sich, mit den Behörden zu kooperieren. Vor Gericht aussagen, da wäre ich lieber noch mal im Vietnamkrieg. Das ist schwer zu erklären. Du stehst da oben und die Leute im Saal sind nur 5 Meter entfernt und starren dich an. Es ist echt hart, damit leben zu müssen. Die Mafia brachte meine 90-jährige Großmutter an Krücken herein. Cousins, Onkel, Tanten, sie holen alle, um dich zu verunsichern. Und jeder Tag ist so schwer wie der erste. Es wird kein bisschen leichter.
In New York nimmt auch der Druck auf andere Gangster zu. Henry Hill ist in großen Schwierigkeiten. Das FBI will ihn zu einem Raub von 6 Millionen Dollar bei der Lufthansa verhören. Das Justizministerium will den Mord an einem italienischen Finanzier aufklären. Der Bezirksstaatsanwalt von Brooklyn braucht Informationen über eine unidentifizierte Leiche. Und obendrein muss er wegen Drogenhandels mit einer lebenslänglichen Strafe rechnen. Auch er entschließt sich auszupacken. The government arrested me as a material witness and I started to cooperate. Ich wurde als Hauptzeuge vorgeladen und ich habe ausgesagt. Ich stand vor der Wahl, lebenslänglich oder eine Kugel in den Kopf. Ich wusste, ich bin ein toter Mann. Die Sizilianer versuchen, ihn in Brooklyn in eine Pizzeria zu locken, um ihn zu ermorden. Mich schaudert immer noch, wenn ich hier stehe. Hier hätte es mit mir zu Ende sein können. Ich bin schon lange nicht mehr so nervös gewesen. Im Ernst, ich weiß ja nicht, wie viele von den Cousins dieser Typen hier noch leben. Das ist ein Netzwerk von Banden, das hier schon seit 50 Jahren besteht. Manches hat sich verändert, aber irgendwo guckt immer noch jemand aus dem Fenster. Und du weißt genau, du hast deine Leute verraten. Und irgendwie auch dich selbst. Nach Jahren kommst du damit schon klar, aber trotzdem macht es dich unruhig. Montilio und Hill leben seitdem unter Zeugenschutz an geheimen Orten. Hunderte Kilometer entfernt von den Städten ihrer Kindheit. Immer in der Angst, dass ihre alten Mafia-Genossen sie finden. Der Krieg gegen die Mafia ist noch lange nicht vorbei. Weder in Europa noch in Amerika. Der Mafia-Überläufer Tommaso Buscetta hatte bei seinen Verhören durch Falcone eine Warnung für den sizilianischen Beamten. Die Mafia würde vor nichts Halt machen, um ihn zu ermorden. Vergessen Sie das nie. Wer eine Rechnung mit der Mafia offen hat, kann sie nur durch seinen Tod begleichen. Hunderte von Mafiosi kamen durch den Maxi-Prozess ins Gefängnis. Doch der Boss der Bosse, Totorina, war noch auf freiem Fuß. Noch immer steuerte er sein riesiges Reich des Verbrechens. Und noch immer ermordete er seine Rivalen. Doch in den USA waren, durch die größte Kraftanstrengung des FBI, die Pizza Connection und Teile des Heroinhandels zerschlagen worden. 21 Drogenbosse saßen im Gefängnis, mit Strafen bis zu 45 Jahren. Und nie wieder sollte die sizilianische und die amerikanische Mafia so eng zusammenarbeiten.